Hallo zusammen. Der große entsetzliche Krieg ist vorbei, doch seine Spuren sind noch lange zu sehen und noch lange zu spüren. Der Versailler Vertrag ist eine Schmach und noch mehr eine gewaltige Bürde für das Land. Doch nachdem jüngst mit Einführung der Rentenmark der galoppierenden Inflation endlich ein Ende gesetzt wurde, wird das Leben in der Weimarer Republik erträglicher. Ja, die Wirtschaft und das Leben florieren sogar. Es beginnt ein Zeitalter, das als die goldenen 20er Jahre in die Geschichte eingehen wird, wenngleich dies nur ein beschönigender Schleier für eine Entwicklung und Ereignisse ist, deren Entsetzen alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen wird. Doch zunächst befinden wir uns noch am Anfang jener Zeit, in der Fortschritt, Freiheit und Wohlstand das Bild prägen. Es ist Frühsommer im Jahre 1925 und in der deutschen Universitätsstadt Heidelberg treffen wir im Roten Ochsen auf vier Studenten, die ihr letztes Jahr an der Uni noch einmal richtig genießen. Im Einzelnen sind dies der Ingenieur in Spe Karl Stöckle, dargestellt durch Lars. Hallo. Der Medizinstudent Otto von Horn, gespielt von Matthias. Hallihallo. Der Student der Biologie Albert Wolf, dargestellt von Jens. Hallo. Sowie mit einigen Jahren und Disziplinen mehr auf dem Buckel Wilhelm Richter, gespielt von Thomas. Servus. Und in allen anderen Rollen findet man dann mich, Michael. Gut, es ist der Sonntag, 17. Mai 1925, es ist abends und wie schon gesagt, seid ihr im Roten Ochsen, einer einschlägigen Kneipe, in der, oder Gaststätte, muss man sagen, weil in Heidelberg, glaube ich, fließt mehr der Wein als Bier. Und ihr genießt da den, ja, freien Abend. Was macht ihr so, abgesehen von Bier und oder Wein trinken? Ist die Kneipe gut besucht? Ja, die ist vergleichsweise gut besucht, ja. Vorrangig sind die Studenten da. Also ich würde mir... Ich sitze schon länger da und würde mir ein bisschen Mut antrinken und dann an potenzielle weibliche Interessentinnen herantreten, um da mein Glück zu versuchen. Also ich weiß nicht, da wird es wahrscheinlich auch weibliche Studenten geben, oder? War das 1925 schon? Gibt es auch, aber sie sind in absoluten Minderheit. Okay. Und gehen die da noch was trinken, oder... Da herrscht dann doch so ein bisschen mehr Sitte und Anstand. Das ist eher unwahrscheinlich. Verstehe. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass natürlich auch nicht ganz so sittliche Damen sich dann irgendwo da befinden. Komm, gib mir einen Glückswurf und dann gucken wir mal, ob du eine nette Frau findest. Einmal Glückswurf. So, zum Warmwerden direkt mal. Da kann ja fast nicht gehen. Nee, okay. Was? Wie schlecht kann man werfen? Ja, also trotz der Hoffnung, dann betrinke ich mich halt lieber stattdessen. Du solltest morgen wirklich mal zur Vorlesung gehen und jetzt nicht hier schon wieder dir den nächsten Kater einfangen. Morgen ist doch gar keine wichtige Vorlesung, oder? Morgen ist nur Rezeptionsgeschichte der englischen Literatur, das ist doch stinklangweilig. Ich glaube, wenn Wilhelm so weitermacht, dann sind wir alle fertig und unsere Kinder fangen an zu studieren und er sitzt hier immer noch im Roten Ochsen. Ja, aber mir geht's gut dabei. Also ich sehe da überhaupt kein Problem darin, was dran zu ändern. Solange der Wein fließt und die Schöngeistigkeit leben kann, sehe ich da überhaupt kein Problem. Ja, die erfahrenen Leute sind ja auch für die nächste Generation von Vorteil. Also. Ja, ob die Damen so interessiert sind an einem grauhaarigen Studenten? Ich bin ja nicht nur Student, ich bin ja auch Lebemann. Und das in erster Linie, also. Das haben wir gemerkt bei dem letzten Mal. Ich habe richtig Ärger mit meiner Tante gekriegt. Oh ja, erinnere mich nicht daran. Ja, aber ihr müsst zugeben, dass es doch ein sehr interessanter Abend war, oder? Ja, aber Ida ist immer noch sauer auf mich. Ja, und ich hab mein ganzes Studium fast geschafft, ohne eine Vorlesung zu versäumen, bis auf den Folgetag. Oh, ging's mir schlecht. Man muss auch mal ein bisschen unausgetretene Pfade betreten. Das ist schon ganz gut so. Immer nur dieses in der Stube hocken und in Bücher schmökern, das bringt euch auch nicht weiter. Man muss auch mal das Leben genießen können. Naja, meine Tante hat mir gedroht, sie zieht sich die Unterstützung zurück. Und dann genieße ich das Leben, indem ich Konservendosen im Laden meines Vaters an irgendwelche Hausfrauen verkaufe. Ach, die meint das sicher nicht so. Du jetzt bist schon so weit gekommen im Studium. Naja. Ich dachte, der Plan war, wir ziehen das erst alles richtig durch und können danach das Leben genießen. So hatte ich das eigentlich gedacht. Studienzeit soll die schönste Zeit im Leben sein.
Danach wird es doch nur schlimmer. Ach Quatsch, danach wird das dann richtig gut. Weißt du doch. Also ich hoff ja, dass meine schlimmste Zeit schon hinter mir liegt. Dass es jetzt nur noch bergauf gehen kann. Aber ja, ich denke auch nicht, dass ich ewig studieren werde. Ich lasse mir einfach nur ein bisschen Zeit dafür. Mein Opa hat immer gesagt, Fritzle Buhr, halt an deinen Zielen fest und du wirst was erreichen. Ja. Und dann kam Wilhelm. Ja, ich will deinem Opa natürlich nicht widersprechen, den Älteren soll man ja nicht widersprechen, aber ich bin da halt anderer Meinung. Der hat hin und wieder auch gerne Viertel geschlotzt, so ist es nicht. Ja, er hat ein Glas Wein getrunken. Okay, danke für die Übersetzung. Ich weiß, ihr kommt alle nicht so aus der Gegend. Ich versuch's ja. Es fällt mir nur furchtbar schwer. So geht denn dein Abend langsam, schreitet voran, ein Glas Wein nach dem anderen wird vernichtet. Für die eifrigeren Studenten unter euch kommt dann auch irgendwann der Zeitpunkt, wo es dann doch heißt, wieder zurück ins Studentenwohnheim oder ins Apartment zu gehen, weil schließlich die Vermieterinnen oder Vermieter nicht bis spät in die Nacht die Türen offen halten und natürlich auch alle gerne immer mal Bericht erstatten bei den Eltern, wenn denn der junge Sohn nicht rechtzeitig daheim ist. Von daher macht ihr euch irgendwann auch wieder auf den Weg Richtung eurer Schlafstadt. Vielleicht ein bisschen wankend und schwankend, aber für heute ist der Tag erstmal zu Ende. Glücklicherweise sind die Vorlesungen am nächsten Tag doch eher von nachrangiger Gestalt oder auch später, sodass man halt früh morgens noch ein bisschen länger schlafen kann und den dicken Kopf ein bisschen länger in den Federn liegen lassen kann. Es wird so in der Größenordnung 10 Uhr am Vormittag, als dann die meisten von euch dann so langsam wach sind, auf den Beinen sind. Der ein oder andere ist vielleicht sogar schon unterwegs Richtung Uni. Und im Apartment von Wilhelm wird fest gegen die Tür gepocht. Herr Richter! Herr Richter! Was ist denn? Wollen Sie nicht langsam mal aufstehen, Herr Richter? Hier ist ein Brief für Sie gekommen. Ein Brief? Ja, ich bin quasi schon fast fertig aufgestanden. Ich studiere nur gerade ein bisschen in einem Buch. Ich komme sofort runter. Also ich werde natürlich geschwind was überwerfen. Bin ja noch im Schlafgewand und dann halt schnell vor die Tür treten und schauen, was da denn für ein Brief für mich angekommen ist. Ja, dort steht dann die energische Frau Becker, deine Vermieterin, die dir das Zimmer da bereitstellt und immer schon ein bisschen grantig auf dich zu sprechen ist, hält da ein Schreiben in die Hand, das sie dir in die Hand drückt. Und dieser Brief liegt auch schon seit gestern hier. So. Vielen Dank, dass Sie ihn für mich aufbewahrt haben. Die letzte Zahlung für die Miete kam pünktlich, oder? Da passt doch alles. Ja. Na wunderbar. Ich nehme die Briefe und ziehe mich zurück, um sie in intimer Atmosphäre lesen zu können. Du merkst noch, so wie sie versucht, an dir vorbeizugucken, ins Zimmer spinkst, ist schon arg neugierig. Na, Frau Becker, was hätten Sie denn für ein Interesse an dem, was Sie in meinem Zimmer zu sehen gedenken? Herr Richter, das ist immer noch mein Zimmer, das ich Ihnen hier zur Verfügung stelle. Und ich kann doch wohl davon ausgehen, dass das weiterhin in tadellosem Zustand verbleibt. Davon können Sie ausgehen, Frau Becker. Ja, ich hab da von Frau Müller schon einiges gehört, was Studenten mit den Möbeln so anstellen. Ja, aber doch nicht ich, Frau Becker. Ich bin ein ordentlicher, gepflegter und stets tadelloser Student. Das müssen Sie doch wissen. Das will ich auch hoffen. Sagt sie, dreht sich um und marschiert dann wieder von dann. Einen schönen Tag noch. Gut, also dann schmeiß ich die Tür hinter mir zu und schau mal, was in den Briefen steht. Der eine Brief, den habe ich dir eben zukommen lassen. Das andere ist eine handschriftliche Notiz, in der eine Frau Winkler, das ist quasi eine Tante von dir, dich in knappen Worten bittet, doch mal vorbeizukommen, möglichst schnell. Es wäre irgendwas mit Clara. Okay, so, Göttingen. Göttingen ist aber schon ein Stück weit weg von Heidelberg, oder? Ja, aber deine Tante wohnt in Heidelberg. Ach so. So, das kann ich dir mitgeben. Nur der andere Brief, der ist aus Göttingen halt. Ja. Gut, ja, ich muss doch, überflieg das mal. Die anderen werden sich spätestens zur Mittagszeit
wahrscheinlich in der Mensa eintreffen, nachdem sie so die erste Vorlesung hinter sich gebracht haben oder die erste Lektüre in der Bibliothek. Ja, ich hole mir wieder wie üblich mein Menü und setze mich dann ans Fenster, um ein wenig in der Sonne noch ja in den Tag irgendwie reinzukommen. Ich habe ebenfalls mein Tablett in der Hand und sehe dich hinten am Fenster sitzen und steuere natürlich direkt auf dich zu. Ich würde mich da anschließen, auf an der Tisch setzen und sagen, hallo Jungs. Guten Morgen. Morgen. Na? Wie habt ihr den Morgen hinter euch gebracht? Oh, ich wäre fast eingeschlafen. Aber der Professor Lindner, der ist ja immer so furchtbar, der schreit dann immer so rum. Oh, ich hatte ja die Probleme mit dem Aufwachen. Ja, nehmt euch zu sehr ein Beispiel an Wilhelm. Ich war heute Morgen frisch dabei. Ich hatte eine interessante mathematische Vorlesung über Mathematik und Mechanik. Das klingt total spannend. Ich glaube, damit wäre ich heute nicht klargekommen. Mathematik ist die Königin der Wissenschaften. Ja, das sagst du jedes Mal. Und ich sag, nein, es ist die Medizin. Und ich stimme dir immer teilweise zu und sage, Biologie ist auch nicht unwesentlich daran beteiligt. Ja, Biologie und Medizin. Ja. Die Bausteine des Lebens, mein Freund. Ja, die großen Fortschritte werden in der Mechanik und in der Elektrotechnik gemacht. Schaut euch an, was Robert Bosch alles schon geleistet hat. Und die Automobile auf der Straße, das ist der wahre Fortschritt. Das bringt uns voran. Biologie. Seit wie vielen Millionen Jahren gibt's die Biologie schon? Etliche. Ohne dass sich was, ja, und es hat sich was im Wesentlichen geändert. Affen sind Affen und Pferde sind Pferde. Nun ja, wir haben uns schon entwickelt, denkst du nicht? Genauso wie sich vielleicht auch die Ingenieurskunst entwickelt hat. Ja, aber die Geschwindigkeit der Entwicklung der Ingenieurskunst. Das müsst ihr euch betrachten. Ja, es wird auch derzeit mehr Fokus darauf gelegt, da muss ich dir zustimmen. In der heutigen Zeit ist Ingenieurwesen doch schon recht wichtig geworden. So, ich würde, während die diskutieren, so in die Gruppe steigen und... Na, Männer, wie geht's euch denn heute Morgen? Alles fit? Na, guten Morgen. Ich nehme mal an, du hast heute noch an keiner Lehrveranstaltung teilgenommen. Ja, ich hatte... dringliche Briefkontakte zu pflegen, mein Teilnahme am Uni-Alltag etwas erschwert haben. War es so anstrengend, einen Brief zu schreiben? Ja. Hört. Er braucht den ganzen Vormittag, einen Brief zu schreiben. Ja, aber wenn von Schreiben war nicht die Rede, erstens, und zweitens, wenn die... Du hast den Vormittag gebraucht, den Brief zu lesen? Er hat die Probe auf Lesen vergeigt, ja. Das muss ein langer Brief gewesen sein, wenn er einen Vormittag dazu braucht. Ja, man muss sich ja auch mal klar werden über den Inhalt. Aber ich werde heute wahrscheinlich im Laufe des Tages mein Tantchen, die Frau Winkler, besuchen. Und ihr habt ja wahrscheinlich ohnehin nichts Besseres zu tun. Vielleicht wollt ihr mich da begleiten irgendwie. Angeblich soll es mit meiner Cousine irgendwelche Schwierigkeiten geben. Und ich als braver Cousin muss natürlich dann nach dem Rechten schauen, denke ich. Haben wir die schon kennengelernt? Nun, sie wohnt nicht hier. Sie studiert in Göttingen. Ich glaube, es ist nicht ausgeschlossen, dass der ein oder andere sich vielleicht schon mal kennengelernt hat. Und es ist durchaus eine attraktive. Göttingen, sagst du? Die haben auch sicher eine interessante mathematische Fakultät und Ingenieurswissenschaft. Da würde ich mich anschließen. Vielleicht kann ich da... Und es ist ja auch wichtig für die jungen Leute, dass sich die gegenseitig austauschen an den unterschiedlichen Fakultäten. Also. Ja, wie du schon sagst. Aber um 16 Uhr oder wann wolltest du los? Nun, ich habe bei Tantchen noch keinen Termin ausgemacht und ich weiß auch eigentlich gar nicht noch, was Sache ist. Also vor 15 Uhr würde mir nicht passen, ich habe noch einen Termin im Labor. Ich habe heute meine Vorlesung beendet, also ich bin frei, es klingt sehr interessant. Ja, ich bin auch gern dabei, aber ich würde trotzdem gern noch meine Laborergebnisse durchgehen. Und ich muss um 2 wirklich noch in meine letzte Vorlesung. Es geht nicht anders. Dann fliege ich wirklich. Ja, dann... Tantchen hat sich auch Zeit für einen Abendtee oder so. Dann können wir vielleicht am Abend zu ihr schauen. Ihr einigt euch also auf den späten Nachmittag, frühen Abend, um dann bei der Familie Winkler einmal vorbeizuschauen? Genau. Will ich mich ankündigen? Nein, das passt nicht. Ich kündige mich nicht an. Wir kommen einfach zu viert ohne Ankündigung. Mit deinem Auto? Ja, richtig. Ich bin immer noch überrascht, dass Wilhelm ein Auto hat. Sowas hätte ich auch gern. Stand in dem Brief dann sonst noch irgendwas drin? Oder hast du gar keine Anhaltspunkte, worum es geht? Nun, wie du sicher verstehen wirst, ist der Inhalt des Briefes vertraulich und ich muss auch noch abwarten, was Tantchen zu der ganzen Sache sagt. Aber ja, gehen wir einfach mal davon aus, dass wir
Klara einfach besuchen, um eine nette Zeit mit dir zu haben. Ich stoß Otto mit dem Ellbogen an und sag, wahrscheinlich hat er den ganzen Vormittag in dem Brief gelesen und weiß immer noch nicht, was drin steht. Möglich? Ach, wenn ihr nur wüsstet. Wir machen doch nur Spaß. Damit stehen die anderen wahrscheinlich langsam auf, kramen ihre Essensreste oder den Teller und so weiter zusammen und begeben sich in die nächsten Vorlesungen und Bibliotheken und Labore, so dass ihr euch dann am späten Nachmittag wieder trefft. Wo? Vor der Uni würde es sich anbieten, denke ich. Ja. Herzlich gut an. Okay. Ihr trefft euch also vor der Uni, steigt in den Flitzer von Wilhelm, der natürlich dafür genügend Aufsehen immer wieder an der Uni sorgt. Weil ein Student, der ein Auto hat, ist dann doch eher eine seltene Erscheinung. Manch ein Dozent hat noch nicht einmal ein solches Gefährt. Und fahrt dann damit in eines der nobleren Viertel von Heidelberg. Stehen also zahlreiche, nette, nett anzusehende Villen. Hier wohnt also wirklich der Geldadel, die besseren Leute oder die bessere Gesellschaft von Heidelberg. Das ist ganz eindeutig zu sehen. Und vor einem dieser Objekte hält Wilhelm dann an und parkt das Auto, steigt mit aus. Das ist die Villa der Familie Winkler. Hätten wir eigentlich ein Gastgeschenk mitbringen müssen? Habt ihr nicht? Kram auch nur in den Taschen rum, aber... Es ist ja auch keine formelle Einladung zu irgendeiner Gesellschaft, von daher... Sind da irgendwo Rosenbüsche oder sowas? Also die da irgendwie über den Zaun bzw. über die Mauern hinweghängen? Wir haben Mitte Mai. Also Rosenbüsche gibt's da, ja. Also sind da auch Blüten dran? Das wollte ich, aber glaube ich eher nicht. Ich würde auf jeden Fall versuchen, meine Haare, die doch immer etwas unordentlich sind, nochmal einigermaßen in Form zu bringen. Das ist auf alle Fälle nicht verkehrt, denn Gustav Winkler ist ein Industrieller, ein Teilhaber eines Chemiewerks und von daher, das ist nicht verkehrt, wenn man da ein bisschen Eindruck dann zeigt. Du hast gar nicht gesagt, dass wir zu so großen Tieren gehen, Wilhelm. Ja, ich habe nicht gedacht, dass das der Rede wert ist. Ja, so eine kleine Vorwarnung wäre schon nett gewesen. Ja, jetzt beruhigt euch doch. Es geht, es ist nur eine kurze Unterredung. Seid einfach so, wie ihr immer seid. Das wird schon in Ordnung sein. Und ihr seid ja auch einigermaßen adrett gekleidet. Also das ist schon in Ordnung. Gut, ja, dann würde ich an die Tür herantreten, da fest dagegen klopfen. Ich streiche dann nochmal hektisch meinen Anzug währenddessen glatt. Ja, ich nestle auch mal so ein bisschen nochmal im Hemdkragen rum und versuche das irgendwie alles einigermaßen zu richten. Es dauert auch nicht lange und die Tür wird euch geöffnet. Vor euch steht Adelheid Winkler, eine Frau von circa 50 Jahren. Sie wirkt ein wenig, verweint, besorgt, unruhig. Ist aber ganz froh, als sie Wilhelm unter euch entdeckt und... Ah, Wilhelm, schön, dass du kommen konntest. Tantchen, wie siehst denn du aus? Was ist denn los? Ach, komm doch erstmal rein. Du hast noch jemanden mitgebracht, sehe ich. Ich schreck meine Hand hin, mache eine kurze Verbeugung. Fritz Stöckle, angehender Ingenieur. Erfreut, Herr Stöckle. Kommen Sie doch rein. Kommen Sie doch herein. Ich würde dann direkt nach ihm kommen und ebenfalls einmal die Hand reichen. Wolf, Albert Wolf, mein Name, hallo. Ja, wenn ich dann hier vorbeigehe, dann auch Otto von Horn. Herr von Horn, ja. Sie schließt hinter euch die Tür und im recht geräumigen Flur, in dem ihr jetzt steht, wahrscheinlich jeder von euch dreht so seine Mütze zwischen den Händen. Ihr vernehmt von oben leises Geigenspiel. Die Frau Winkler geht voran und führt euch in den Salon. Kommen Sie doch durch, die Herren. Darf ich Ihnen was anbieten? Ich weiß doch, Studenten, die haben doch immer ein bisschen Hunger, nicht wahr? Käthe, bring uns doch ein paar Schnittchen. Aber nur, wenn es keine Umstände macht. Ach, Ivo. Und vielleicht ein Schlückchen von dem guten Eierlikör? Na, für mich nur Wasser, bitte. Wilhelm, um diese Zeit? Es ist doch schon Nachmittag. Naja, weil du es bist. Hätten Sie vielleicht einen Tee? Aber sicher doch. Käthe und einen Tee für den Herrn. Nun, aber lass uns doch ein bisschen darüber reden, was dich denn so bedrückt. Denn man sieht ja an deinem Gesicht an, dass etwas dich gramt. Weißt du, es geht um Clara. Warte, ich
Gustav holen. Der kann es vielleicht besser noch erklären, worum es geht. Wartet einen Augenblick hier. Sie geht raus und kommt auch nach kurzer Zeit mit einem Mitte 50-jährigen Mann halt herein. In einem gut geschnittenen Maßanzug, ist aber schon ein bisschen ergraut. Und das ist Gustav Winkler, der Industrielle, halt eine Stelle, Teilhaber der Julius Schreiber KG, Chemiewerke. Hat ein eigentlich recht imposantes Auftreten, also recht dominant, wirklich eine Führungsperson, die euch alle zumindest dazu veranlasst, dann auch von den Stühlen oder von den Sesseln aufzustehen, sobald er den Raum betritt. Das ist jemand, der durchaus Respekt verdient. Ich mache wieder meinen Diener und stelle mich vor, Fritz Stöckle, angehender Ingenieur. Herr Stöckle, erfreut. Winkler. Hm. Ich würde Patrick die Hand hinreichen. Albert Wolf, hallo. Herr Wolf. Ich reiche mir auch die Hand. Otto von Horn, Medizinstudent im letzten Semester. Ah, Herr von Horn, sehr erfreut. Kommt doch zu Wilhelm. Gustav, schön dich zu sehen. Junge, wie geht's dir? Nun, ich kann nicht klagen. Was macht das Studium? Ja, es läuft eigentlich ganz gut. Ich tigere mich da gerade in eine ganz spezielle Sache hinein. Es geht um spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Literaturgeschichte Deutschlands. Das könnte durchaus spannend werden. Ein sehr spannendes Forschungsgebiet. Ach, Wilhelm, ich glaube, du verschwendest da irgendwie deine Talenten. Weißt du, der Industrie gehört die Zukunft. Da werden Menschen wie du gebraucht. Hier, Biologiestudent, habe ich gehört. Ja, Medizin, das ist es, wo es hingeht. Ingenieurwissenschaften. Aber du weißt doch, dass wir als Menschheit nur funktionieren und existieren können, wenn es auch das Schöngeistige und die Kunst gibt. Und da sehe ich mich viel mehr verpflichtet. Naja. Dir verdanken wir es ja auch, dass sie Clara Geschichte studiert in Göttingen. Ja, aber ist doch gut. Es ist genau das, was sie machen möchte. Ich weiß es nicht. So fern ab von zu Hause. Und jetzt haben wir ja den Salat. Was ist denn überhaupt? Adelheid hat nur kurz erwähnt, dass es irgendwas gibt, aber nicht mit der Sprache rausgerückt. Ich schaue die zwei anderen an und wende mich an den Herrn Winkler. Wenn es familieninterner zu besprechen geht, können wir auch gerne draußen warten. Wir möchten nicht stören. Das ist schon okay, das ist schon in Ordnung. Ich denke, ja, also er guckt so auf seine Taschenuhr und sagt, also ich habe sowieso nicht so viel Zeit, da muss ich wieder noch ein paar Sachen für die Firma klären. Aber naja, es geht um Clara. Ja, also wir haben eine Nachricht von ihrer Hauswirtin erhalten. Ich glaube, das Klima in Göttingen, das bekommt ihr einfach nicht. Wenn ich das hier sehe, sie ist jetzt die Tage nicht mehr nach Hause gekommen und zuvor hat sie sich auch mit Männern getroffen. Mit mehreren Männern auf einmal. Das geziemt sich nicht. Wirklich? Das klingt doch überhaupt nicht nach Clara. Das kann doch nur ein Missverständnis sein. Adelheid wendet sich rein. Ich hoffe, dass es so ist. Aber das klingt alles gar nicht nach Clara. Aber wenn sie jetzt schon seit ein paar Tagen nicht mehr nach Hause gekommen ist, ich mache mir wirklich große Sorgen. Also, um's ganz kurz zu machen, mir wäre es ganz recht, wenn du mal in Göttingen vorbeischauen würdest. Das hat es vielleicht nicht so ganz den formellen Charakter oder dringlichen Charakter, wie wenn wir als Eltern das jetzt machen würden. Sie hört ja auf dich. Dann muss ich natürlich schauen, ob ich das in meinen Studienplan, mit meinem Studienplan gut abstimmen kann, aber für euch mache ich das natürlich äußerst gerne. ein dezentes Schmunzeln oder abfälliges Lächeln ist auf dem Gesicht von Gustav Winkler zu erkennen, als du sagtest, von wegen, ob das in deinen Stundenplan auch reinpassen würde. Naja, also es soll ein Schaden nicht sein. Also. Ach, Onkel, das meinte ich gar nicht. Geld geht's mir dabei überhaupt nicht. Ja, aber sollen wir direkt morgen aufbrechen, denkst du? Also ist es so dringend? Glaubst du, dass die Sachlage so schlimm ist? Ja, wenn sie ja nun schon seit zwei Tagen nicht mehr nach Hause gekommen ist. Es ist sehr dringend. Das klingt wirklich beunruhigend. Also. Na Fritz, was sagst du? Hast du Lust, mal nach Göttingen zu fahren, um Clara zu besuchen? Grundsätzlich
eine Exkursion nach Göttingen, um mir dort die dortige Universität anzuschauen. Dem spricht nichts entgegen. Ich weiß aber nicht, ob meine Tante so begeistert davon sein wird. Ach, das kann man sicher als eine Art Exkursion in den Lehrplan eintragen. Das wird schon klar gehen. Albert, was sagst du? Ich denke, das sollte machbar sein. Ich würde auch gern dort einmal die Bibliothek besuchen. Ich habe schon davon gehört, dass sie relativ umfangreich sein soll. Na bitte. Und Otto, bei dir spricht doch sicher auch nichts dagegen, oder? Das hört sich nach einem klaren Ja an. Na gut, überredet. Wilhelm, meinst du, dein Onkel könnte ein, zwei Zeilen für meine Tante verfassen, wenn das natürlich eine Empfehlung von Herrn Winkler wäre, und ich schiel so zu ihm rüber, das würde mir die Sache erleichtern. Na, das sollte kein großes Problem sein. Ich muss jetzt los. Adelheid, sag du den Herren doch die nötigen Details und schreib mir nochmal den Namen auf. Beziehungsweise Stöckle war das, nicht wahr? Stöckle. Nein, meine Tante ist die Luise Freudenberg. Freudenberg, okay. Ich werde mich selbstverständlich drum kümmern. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Damit verabschiedet er sich wieder und ihr steht halt alleine. Die Käthe kommt aus der Küche, hat ein Tablett mit Schnittchen dabei. Frau Winkler, als Sie das letzte Mal etwas von Clara gehört haben, hatte sie da irgendwie etwas erzählt, wie es ihr geht? Sie hat uns immer gesagt, es ging ihr blendend in Göttingen. Das Studium liefe gut, seien alles nette Leute da. Und von ihrer Hauswirtin, der Frau Bärhofer, haben wir auch nur Gutes gehört. Und sind Sie sicher, dass sie nicht zufällig auch auf einer Exkursion ist? Wenn sie Geschichte studiert, vielleicht sind sie auf irgendeiner historischen Exkursion und schauen sich historische Städte hier im Reich an. Das hätte sie uns bestimmt gesagt. Dann hätte sie bestimmt auch der Hauswirtin Bescheid gesagt, dass sie für ein paar Tage weg ist. Ja, ich hoffe doch tatsächlich, dass es sich dann nur um ein Missverständnis handelt und das. Vielleicht gab es da einfach nur Schwierigkeiten. Sie hat ohne eine Nachricht hinterlassen und die Vermieterin hat es nicht bekommen oder so. Clara ist doch ein ordentliches Mädchen, die würde sowas doch nie tun. Da ohne Ankündigung von daheim weg. Das. Vor allen Dingen mit Männern, mit mehreren Männern auf einmal. Das geziemt sich nicht. Das sind bestimmt nur Kommilitonen von ihr. Selbst wenn es Kommilitonen sind, das gehört sich nicht für eine junge Frau. Vielleicht ist aber auch gerade das wieder ein Indiz für etwaige Gruppenarbeiten in Form von des geschichtlichen Studiums. Das werden wir hier nicht rausfinden können, denke ich. Ich bin nicht bewandert in Geschichte, aber ist da nicht das, da Teutoburger Wald und das mit den Bruder Hermann, diese Römer erschlagen hat, ist das nicht da auch um die Ecke? Vielleicht suchen sie da nach irgendwelchen alten Römern. Möglich. Möglich ist es, ja. Na, wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Adelheid, du musst dir keine Sorgen machen. Du hast das in gute Hände gelegt. Du kannst uns vertrauen. Wir werden unser Bestmögliches unternehmen, um Clara zu finden. Danke, Wilhelm. Du bist ein guter Junge. Ich hab dir hier aufgeschrieben, Papendiek 5, das ist die Wohnung, die in der Clara wohnt. Und wenn wir in Göttingen sind, dann steigen wir immer im Hotel Ratshof ab. Das ist nicht weit davon weg. Vielleicht mögt ihr auch da unterkommen. Ich weiß nicht, ob das in mein Budget passt. Machen Sie sich dafür darum keine Sorgen. Gustav und ich kommen selbstverständlich dafür auf. Zu gütig von dir, Tantchen. Wenn es doch nur der Clara gut geht. Ich hoffe, dass ihr mir schnellstens irgendwie Antworten liefern könnt. Sobald ich etwas weiß, werde ich dir umgehend einen Brief schreiben oder telegrafieren. Danke. Und wenn du sie triffst, dann red ihr ins Gewissen, ja? Das geht gar nicht, dass sie sich überhaupt nicht bei mir meldet. Ich mache mir hier wirklich große Sorgen. Natürlich. Die Tür zum Salon geht auf. Ja, ein jüngerer Mann kommt rein, hat einen Geigenkasten in der Hand, hat seinen Ausgehanzug an und sagt, Frau Winkler, ich mache mich denn nun auf den Weg. Vielen Dank nochmal für alles. Oh, müssen Sie wirklich schon gehen? Ja, ich muss jetzt leider mich auf den Weg machen, sonst verpasse ich meinen Zug nach Wien. Aber nochmal vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, bei Ihnen unterzukommen. Ja, okay.
Entschuldige mich, Wilhelm, ich geleite den Herrn noch kurz raus. Wer ist denn der nette Herr aus Wien? Sie ist schon längst im Foyer weg, hat sich halt da abgesetzt. Damit steht ihr jetzt erstmal alleine im Salon. Ich schaue in die Runde und sage, wenn die Clara nach unserem lieben Wilhelm schlägt, müssen wir den roten Ochsen von Göttingen finden. Ja, aber 2 Tage? Clara ist gewiss kein Kind von Traurigkeit, aber das ist wirklich nicht ganz ihre Art. Ich meine, sie schrieb mir in einem Brief, den ich eben von heute Morgen von ihr bekommen habe, dass sie da ein paar neue Bekannte getroffen hat und dass es da jemanden gibt, der ihr durchaus seelenverwandt ist, aber nichts Anstößiges steht in dem Brief und nichts, das darauf vermuten lässt, dass sie sich vom Acker macht oder irgendwie verschwindet. Ganz im Gegenteil, sie schreibt dass sie ganz begeistert ist von ihrem Studium und dass das genau das Richtige für sie ist. Wann hat sie den Brief denn geschrieben? Vor ihrem Verschwinden? Am 16. Mai ist er abgeschickt worden, also ist er geschrieben worden. Nachdem wir, also ich gehe davon aus, dass das vor ein paar Tagen war. Ich weiß jetzt nicht, welchen Mai wir gerade jetzt heute haben, aber das werdet ihr besser wissen als ich. Ich bin nicht so gut mit Kalendern. Ihr hört, wie die Haustür zu geschlossen wird und kurz darauf kommt die Adelheid auch wieder rein in den Salon. Entschuldigen Sie, meine Herren, aber ich musste unseren Gast, den Herrn Peitner, noch zur Tür geleiten. Er ist ein sehr begabter Geigenspieler, Violinist aus Wien. Ah. Ja, nun, aber haben Sie jetzt alles, was Sie benötigen, um sich um meine Clara zu kümmern? Ich denke schon. Wir wissen, wo sie wohnt. Wir haben eine Möglichkeit, in Göttingen abzusteigen. Wir wissen, dass wir an der Geschichtsfakultät suchen müssen. Ich denke, das sollten erstmal ein paar Anhaltspunkte sein, woraufhin wir aufbauen können. Ja, müssen schauen, wann der nächste Zug nach Göttingen geht. Wir fahren doch mit dem Auto, oder? Die ganze Strecke. Ach, das ist doch ein Abenteuer. Ich denke, wir wollen doch auch in endlicher Zeit ankommen. Ja. Wie weit ist denn das überhaupt so jetzt mal? Ich kenne mich ja deutschlandtechnisch nicht super gut aus. Also das sind gut und gerne 320, das wäre eine Idealverbindung, also knapp unter 400 Kilometer. Okay. Da ist man also in damaliger Zeit hat es so 30 km/h oder so gefahren. Ne? Ja, ihr seid einen guten Tag unterwegs, wenn ihr mit dem Auto fahrt. Ja, und die Frage ist, ob man noch, weiß nicht, ob es Tankstellen schon so ausgebaut waren. Ja, das geht eigentlich. Dann sollten wir vielleicht doch direkt heute losfahren, wenn du wirklich mit dem Auto fahren willst, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Es sei denn, ihr habt noch jemanden, dem ihr Bescheid sagen müsst. Meiner Tante natürlich. Ja, ich müsste auch noch mal kurz nach Hause und meiner Schwester Bescheid sagen und vielleicht noch mal zu Professor Meyerhoff. Ich glaube, also wir sind ja dann doch schon einige Tage unterwegs und da sollte ich mich dann da vielleicht abmelden. Ja, dann tut das und heute Abend um 9 fahren wir ab, fahren die ganze Nacht und schauen morgen in der Früh, weil das ist wirklich schlau, die ganze Nacht zu fahren, weil Tankstellen haben dann in der Nacht nicht offen. Ich glaube nicht, dass die Tanks damals 400 Kilometer Benzin gefasst haben. Oh, es gibt schon Reservekanister. Okay. Ja, passt. Das heißt, wir fahren die ganze Nacht durch. Du bist ein bisschen verrückt. Warum? Die ganze Nacht Auto fahren. Ja, du hast doch gehört, wie viel Sorgen sich meine Tante macht und mein Onkel. Ja, ist ja gut. Da habe ich jetzt weniger Sorgen. Er hat ja Sitzfleisch. Er kann hier auch nächtelang im roten Ochsen sitzen. Ja, solange die Weinzufuhr stimmt, ist das kein Problem. Aber nicht beim Autofahren, mein lieber Freund. Natürlich nicht. Hin und wieder ein Schlückchen vielleicht, aber... Damit verlasst er die Winkler-Villa, steigt wieder ins Auto. Wilhelm bringt euch zu euren Buden zurück, damit ihr dort mit alles Relevante für die Reise vorbereiten könnt. Kleinen Koffer packt, Benachrichtigungen an Tante und Schwester weitergibt und so trefft ihr euch dann in den späteren Abendstunden. Nee, ich glaube, oder holst du sie wieder ab? Ja, ich würde sie wieder abholen. Okay. Was immer mit jedem ausmachen, wann er wo zu sein hat und dann alle wieder einladen. Bevor ich einsteige, würde ich mal die Anzahl der Reservekanister kontrollieren, ob alles ordentlich gemacht hat. Und ich, wie viele leere Flaschen ich irgendwo in dem Auto finde. Damit verlasst ihr also dann das frühsommerliche Heidelberg. Die Sonne geht langsam unter und ihr fahrt durch die Dunkelheit quer durch Deutschland. Wir sitzen auf einem Beifahrersitz und hat die Karte, die Straßenkarte. Das würde ich machen. Dann gib mal einen auf Orientierung.
Okay, das war nix. Also gut, es gibt ein paar extra Schleifen. Es wird nicht der kürzeste Weg werden, den ihr nehmt, um nach Göttingen zu kommen. Ich würde nämlich während der Fahrt drüber referieren, wie das neue Maschinenöl für Motoren synthetisch, wie toll das ist und wie das die Leistung erhöhen würde und bla bla bla. Das führt bei mir natürlich dazu, dass die Aufmerksamkeitsspanne und Konzentration stark nachlässt, weil über Motoröle unterhalte ich mich eher nicht so gerne. Und ich hätte es dann auch nicht geschafft, schon seit mehreren Minuten auch nur um 2 Seiten weiter in mein Buch zu kommen, was ich derzeit versuche zu lesen. Aber ich werde immer wieder abgelenkt von irgendwelchen synthetischen Ölen und naja. Ich nicke darüber vermutlich irgendwann ein und lasse meinen Kopf an die Fensterscheibe sinken. Ja, zumindest diejenigen auf der Rückbank, die duseln vielleicht dann auch irgendwann im Laufe der Nacht weg. Die beiden auf vorne sollten mir eine Konstitutionsprobe machen. Mal gucken, wie gut ihr euch wach halten könnt oder ob da nicht doch irgendwann mal Rast angesagt ist. Okay, Fritz hat Mühe, die Augen aufzuhalten, auch Wilhelm. Okay, das heißt, es macht wahrscheinlich Sinn, irgendwo mal dann in der Gaststätte anzuhalten, gucken, ob man da vielleicht irgendwo unterkommt. Ja. Auf welcher Höhe sind wir jetzt ungefähr? Also wie weit sind wir jetzt schon gekommen? Ihr seid ein Drittel der Strecke habt ihr. Also ihr müsstet zu etwa... Also fast an Frankfurt. Ja, vielleicht sogar knapp an Frankfurt vorbei. Also Leute, mir fallen immer mehr die Augen zu. Ich glaube, wir sollten eine Pause einlegen. Ich werde schauen, ob ich vielleicht irgendwo am Straßenrand irgendwo eine Herberge finde, in der wir unterkommen können. Das halte ich für eine gute Idee, weil was bringt es uns, wenn wir hundemüde in Göttingen ankommen und uns nicht mehr auf die Suche konzentrieren können? Mich reißen die Worte da gerade direkt aus dem Tiefschlaf und ich höre nur Bett und nicke. Was? Sind wir schon da? Also ihr habt auch keine großen Probleme. Es ist tatsächlich noch irgendwo eine Gastwirtschaft in einem der Dörfer zu finden. Es konnte ja auch keiner ahnen, dass es wirklich so weit ist. Ein etwas mürrischer Gastwirt öffnet euch, lässt euch ein und sagt, ja, ihr hättet da noch 2 Zimmer, die könnt ihr da gerne beziehen, aber bezahlt wird im Voraus. Das ist natürlich kein Problem mit dem Geld, das mir Gustav und Adelheid zur Verfügung gestellt haben, kann ich das problemlos auslegen. Damit zieht ihr euch zurück in die Zimmer, fallt relativ schnell in die Betten und in den tiefen, vergleichsweise unruhigen Schlaf. Bis zum nächsten Morgen. Die Sonne geht auf, aber es ist nicht so schön wie in den vergangenen Tagen in Heidelberg. Also es ist leicht bewölkt. Es zwitschern aber noch ein paar Vögel. Man hört von unten der Gastwirtschaft schon das Klappern von Geschirr. Also in mir ist irgendwie so ein großer Tatendrang da. Das heißt, ich werde doch tatsächlich entgegen meiner Natur schon recht früh aufstehen, weil ich will, also für mich ist das spannend und ich will da aber dass wir weiterkommen. So, Burschen, auf geht's. Wir sollten weiterfahren. Wollen wir nicht vorher frühstücken? Das können wir auch am Weg, oder? Oder nehmt euch was mit? Was ist denn mit Wilhelm los? Wieso ist der so aufgedreht? Das ist ja... So kenne ich ihn gar nicht. Vielleicht hat er Wein mit Kaffee verwechselt? Kaffee ist ein gutes Stichwort, weil der Geruch von frisch aufgebrühtem Kaffee erreicht euch auch oben in den Zimmern. Kaffee. Na gut, gegen einen Kaffee ist wohl nichts einzuwenden. Okay. Außerdem gehe ich mal davon aus, dass der schon bezahlt ist. Und was bezahlt ist, wird mitgenommen. Genau. Also ein kleines Frühstück gibt's unten auch mit deftigen Würstchen und dicken Scheiben Brot mit dick Butter drauf. Meine Laune hebt sich schlagartig, als ich das sehe. Ja. Fritz greift auch ordentlich zu. Wisst ihr, Jungs, mein Opa hat immer gesagt, lieber der Mager verrenkt, wie dem Wirt was geschenkt. Ich glaube, ich mag den. Kluger Mann. Gut, so stärkt ihr euch, pusht euch ordentlich auf mit dem Kaffee, setzt euch wieder ins Auto und fahrt weiter quer durch das Deutsche Reich, durch weite Landschaften, viele Wälder, Gegenden, die meisten von euch noch nie irgendwo gesehen haben, aber durchaus schon mal gehört haben und immer wieder kommt so ein A und O, das ist also, und hier sind wir und durchquert ihr Hessen, nähert euch Kassel. Das Einzige, was die Stimmung so ein bisschen trübt, ist, dass das Wetter doch zunehmend schlechter wird. Waren es also kurz hinter Frankfurt noch nur eine leichte Bewölkung, so sind die
Wolken jetzt doch recht dicht und düster und schwer hinabhängend. Und soweit wie ihr nach vorne schaut, werdet ihr auch immer weiter in eher schlechtes Wetter reingeraten. Da war es in Heidelberg doch viel schöner. Ich würde so in die Runde fragen, hätten wir eigentlich Winterklamotten mitnehmen sollen, wenn wir jetzt so tief in den Norden fahren? Da habe ich total überhaupt nicht dran gedacht. Wäre vielleicht eine ganz gute Idee gewesen. Das. Da gibt's höchstens ein bisschen Regen. Das wird schon nicht so schlimm sein. Ich habe keinen Regenmantel dabei. Du? Ja, aber einen guten Mantel, einen dicken Mantel hoffentlich, oder? Ohne einen Mantel geht man doch nicht aus dem Haus. Vor Kassel meldet sich die Tankanzeige und vermeldet, dass jetzt der Tank wieder einmal leer ist. Das dürfte auch der letzte Kanister gewesen sein, den ihr reingekippt habt. Jetzt ist dann doch mal ein Zwischenstopp an einer Tankstelle erforderlich. Zudem hängt euch der Magen jetzt auch wieder in den Kniekehlen, weil es ist ja schon wieder früher Nachmittag. Da wäre eine Rast sowieso eine gute Idee. Ja, dann würden wir uns nach einer Tankstelle umschauen. Das ist im Umfeld von Kassel sicherlich auch kein Problem. Da stoßt ihr auch alsbald auf eine Raststätte mit Benzinausgabe in der Nähe oder direkt an der Straße entlang. Ja. Ich fülle auch alle Kanister auf. Oh, das brauchst du gar nicht zu machen, weil es ist ein sehr eilfertiger Tankwart dann da, der direkt herangesprungen kommt und euch grüßt und dann einmal voll tanken. Ja, bitte. Grüß Gott, guter Mann. Kriegt man hier auch irgendwo einen Vesper? Aber sicher doch. Ihr kommt von weit her, oder was? Ein Stück weit sind wir schon gefahren, ja. Hier kommen viele Leute vorbei, wissen's. Wo soll's denn hingehen? Wir sind auf einer Exkursion nach Göttingen. Oh, nach Göttingen. Ah. Schöne Stadt, schöne Stadt. Ja, das haben wir schon gehört. Wir wollen uns selbst davon überzeugen. Aber wissen's, in die Wälder da sollten Sie nicht gehen. Warum? Na, da draußen, da ist noch richtig Urwald in den Wäldern. Da kann man noch richtig verloren gehen. Man sagt, da im Harz, da gibt es Orte, an denen noch nie ein Mensch gewesen ist. Sind das die Wälder, wo der Hermann die Römer erschlagen hat? Ja, genau. Aber dann wäre da ja schon mal ein Mensch gewesen. Beziehungsweise mehrere. Oder wollen Sie uns erzählen, dass da römische Geister spuken? Na, das weiß man nicht, aber man weiß ja auch, was da auf dem Brocken alles los ist. Hm? Also mich kriegen da keine 10 Pferde hin. Was soll auf dem Brocken los sein? Ja, junger Mann, da gibt's Hexen und andere ziemlich üble Gestalten. Sie wissen schon, welches Jahr wir haben. Ich guck dich ein bisschen verdutzt an. Ja, sicher. 1925. Also, wir leben in einem Zeitalter der Aufklärung und die Technologie macht maßgebliche Fortschritte und dann kommen Sie jetzt mit Hexengeschichten. Ja, aber das eine hat mit dem anderen doch nichts zu tun. Das können Sie Ihren Kindern erzählen, um ihnen nachts bange zu machen. Na, kommen Sie mir nachher nicht und sagen Sie, ich hätte Sie nicht gewarnt. Für einen aufgeklärten Mensch, der eine Tankstelle betreibt. Also ich bitte Sie. So, Ihr Wagen wäre vollgetankt. Vielen Dank. Ja, ich gebe ihm das Geld dafür und halt auch noch ein bisschen Trinkgeld. Und guter Mann, sagen Sie, wo könnte man denn hier gut einkehren und was zu essen bekommen? Ja, hier drin, in der Gastwirtschaft. Können Sie das empfehlen? Ja, aber sicher. Dann bleiben wir gleich da, oder? Ja. Ja, meine Frau ist ja schließlich die beste Köchin, die Sie sich vorstellen können. Na, dann werden wir Ihrem Urteil wohl vertrauen und hier mal speisen. Auch wenn die Gaststätte einen eher sehr rustikalen Eindruck macht und eher bescheiden, ganz offensichtlich auf viele durchfahrende Gäste getrimmt, ist das deftige Essen dann doch besser, als es im ersten Anschein macht. Vielleicht ein bisschen zu deftig, satt wird man auf jeden Fall. Vielleicht liegt es einem noch eine ganze Weile sogar noch im Magen. Da wird man also für den Rest des Tages auf jeden Fall keinen Bedarf mehr haben, noch irgendwelche Nahrung aufzunehmen, sodass ihr euch dann einigermaßen gestärkt auch wieder ins Auto schwingen könnt, damit ihr noch vor Einbruch der Dunkelheit in Göttingen noch eintrefft. Sagt mal, Jungs, als wir wieder im Auto sitzen, der Tankwart, das war ein komischer Kauz mit seinen Hexengeschichten, oder? Ja, irgendwie ein Vertreter der merkwürdig abergläubischen Landbevölkerung. Ich denke auch, das sind wohl die Geschichten, die auch sein Vater ihm schon erzählt hat. Da ist doch nichts dran. Sicher nicht. Ach, Blödsinn. Als ihr in Göttingen eintrefft, ist das Wetter auch zu Regen umgeschlagen. Ein feiner Nieselregen prasselt von oben herab.
Die Scheiben sind entsprechend, zumindest die Seitenscheiben, kaum noch durchsichtig. Überall rinnt halt das Wasser runter. Die Scheibenwischer haben größte Mühe vorne überhaupt, das Sichtfeld nach vorne freizugeben. Alles ist so ein bisschen verschliert und verschwommen. Aber nach einigen Kurven und vielleicht auch ein- oder zweimal Fragen kommt er auch in der Altstadt an und steht letztlich vor einem imposanten Gebäude, auf dem groß Ratshof prangt. Es ist ein ganz augenscheinlich teures Hotel mit Portier. Seid ihr euch sicher, dass wir hier richtig sind? Ich denke schon. Es steht auf dem Zettel, den mir Gustav gegeben hat, steht Hotel Ratshof. So viele Ratshöfe wird es hier wohl nicht geben, denke ich. Ich bin sichtlich beeindruckt. Ich würde dann quasi vor den Haupteingang vorfahren, mir vom Pagen, der wahrscheinlich angelaufen kommt, die Tür öffnen lassen, ja, und ihm vielleicht den Schlüssel fürs Auto geben und bring ihn mal in die Garage, Bursche. Ich huscht. Der guckt dich ein bisschen schräg an, weil er nicht wirklich älter ist als du, eher jünger. Oh, kannst du überhaupt schon Auto fahren? Aber sicher doch, mein Herr, sagt er mit einem leicht spöttischen Unterton. Na gut, dann bring den Wagen weg. Und kommt jemand für unsere Koffer? Also ich kann meinen Koffer selber tragen. Derweil steige ich auch einfach raus und schnappe meinen eigenen Koffer und stehe dann bereit. Dem steht sie mich an, was anderes bin ich nicht gewöhnt. Es kommt aber auch schon ein weiterer Page angerannt, als ihr auf das Hotel zugeht und bietet seine Dienste an, um die Koffer zu transportieren. Hat so einen Wagen halt dabei. Also ich würde meine Koffer da drauflegen. Ich trage meinen Koffer weiter und fühle mich unwohl. Also wenn er sich so anbietet, würde ich meinen da auch auflegen. Da das jetzt ja schon zwei gemacht haben, lege ich meinen auch mit dazu. Und Sie, darf ich Ihren Koffer nicht auch mitnehmen? Okay, von mir aus. Aber nicht, dass was wegkommt. Entschuldigen Sie, der Herr, selbstverständlich nicht. Hier ist noch nie was weggekommen. Am Empfangstresen ja, steht halt der Rezeptionist, beäugt euch so ein wenig. Die Herren, was können wir für Sie tun? Hat der Gustav die Zimmer für uns vorreserviert oder hat er uns einfach nur das Geld dafür gegeben? Der hat vorreserviert. Gustav Winkler hat Zimmer reserviert auf seinen Namen für uns vier. Einen Augenblick. Er schlägt so ein schweres Buch auf, blättert da so ein bisschen hin und her und oh. In der Tat, ja, in dem Moment ändert sich auch sein Gesichtsausdruck direkt in sehr freundlich. In der Tat, Sie wurden uns angekündigt. Das sind vier Zimmer für Sie vorbereitet worden. Er schnippt mit den Fingern und ruft den Pagen herbei und drückt eben ein paar Schlüssel in die Hand und muss los. Folgen Sie bitte einfach dem Pagen. Er wird Sie auf Ihre Zimmer geleiten. Vielen Dank. Es geht durch einen sehr langsam fahrenden Aufzug erstmal nach oben. Muss also keiner irgendwie Treppenstufen hochsteigen. Oben liegt auf dem Boden ein dicker, flauschiger Teppich, in dem man versinken kann. Und vier Zimmer nebeneinander schließt der Page dann entsprechend auf und drückt jedem von euch den Schlüssel in die Hand. Nicht ohne dann auch noch ein paar Sekunden da stehen zu bleiben. Ja, dann drücke ich ihm ein paar Münzen in die Hand. Vielen Dank, der Herr. Bevor er dann zum nächsten geht und die Prozedur da wiederholt. Tür aufschließen, Schlüssel hinhalten, Koffer reinstellen und warten. Ich suche verzweifelt in meiner Tasche nach Münzen und hab vielleicht ganz viel Kleingeld noch. Ich würde dem Fritz dazu Hilfe eilen und sagen, ich würde dann einen Schein hinhalten, ich übernehme das für alle. Vielen Dank, der Herr. Ja, damit hat jeder jetzt sein Zimmer bekommen, Einzelzimmer, recht geräumig. Großes Bett drin, Fenster mit Blick auf die Altstadt draußen. Ist die Universität zu sehen vom Fenster aus? Nein, die ist nicht zu sehen. Aber haben die Adresse, an der Clara wohnt, ist nicht weit von hier entfernt, ne? Genau. Was haltet ihr davon, wenn wir uns gleich auf den Weg machen, um bei Clara zu Hause nach dem Rechten zu sehen? Vielleicht ist sie inzwischen eh schon heimgekommen. Ja, gerne. Noch ja, lange ja, Fahrt kann also ein Spaziergang nicht schaden. Ja, also das Zimmer ist euer Zimmer auch so riesig? Ja. Es ist weit größer als meine Studentenbude. Da habe ich Angst, dass ich mich heute Nacht verlaufe. Präg dir einfach nur den Weg zur Toilette ein. Alles andere ergibt sich dann von selbst.
Also irgendwie fühle ich mich unwohl. Nun, habt ihr Regenmäntel oder ähnliches? Oder? Ja. Ihr habt doch hoffentlich in euer Reisegepäck Gewand für Regentage mitgenommen, oder? Ich habe meine Jacke dabei, mehr nicht. Also ich habe schon einen dickeren Mantel, aber ob der jetzt wirklich extrem Regen aushält, ist fraglich. Ja, aber ihr seid doch kräftige Burschen. Da kann bei so ein bisschen Regen auch nicht wirklich viel passieren. Nein. Nein. Nein, nein. Gut, also dann auf nach Habendick. Ihr geht runter durchs Foyer, tretet auf die Straße draußen. Wie gesagt, es ist düster. Der Regen prasselt mittlerweile so runter. Und als der Portier euch sieht, wie er so Kragen hochschlagt und die Mütze runterzieht und in den Regen raustreten wollt, fragt er noch, die Herren, haben Sie keinen Schirm dabei? Leider nein. Wir haben nicht mit schlechtem Wetter gerechnet. Dann warten Sie einen Augenblick, bitte. Er eilt rein und kommt halt mit drei Regenschirmen wieder raus und drückt jedem von euch einen Schirm vom Hotel in die Hand. Hält er danach die Hand wieder auf? Nein, der nicht. Okay, dann recht vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank auch. Herzlichen Dank. Und so schreitet ihr dann zu Fuß, gut beschirmt durch den Regen und die Altstadt von Göttingen, vorbei an der Johanneskirche in Richtung Papendiek. Das ist eine kleine Einkaufsstraße, also sind relativ viele Häuser mit Läden unten drin, alle vom gleichen Schema, also Erdgeschoss, Geschäft mit großem Schaufenster. Oder vergleichsweise großem Schaufenster. Im Obergeschoss sind Wohnungen drin und in der Hausnummer 5, die euch genannt worden ist, weil da wohl Clara ihr Zimmer hat, sieht es genauso aus. Unten ist ein Hutgeschäft drin, also diverse Damen- und Herrenhüte in der Auslage zu sehen. Das Geschäft hat längst geschlossen und es befindet sich in einer Klingel halt an der Eingangstür. Wilhelm, willst du klingeln? Ja, warum nicht? Wenn die Klingel da ist, werde ich sie benutzen. So subversiv bin ich nicht, dass ich gegen Klingeln was habe. Ja, also, das ist wahrscheinlich so eine Drehklingel oder irgend sowas. Eine elektrische Klingel. Eine elektrische sogar, okay. Ja, öffnet jemand? Ihr hört, wie im Obergeschoss ein Fenster geöffnet wird und jemand von oben halt runter guckt. Ja, bitte? Guten Tag, werte Dame. Wilhelm Richter, mein Name. Ich bin auf der Suche nach Clara Winkler. Die ist nicht zu Hause. Du solltest sagen, dass du ihr Cousin bist. Ich bin ihr Cousin und wollte sie besuchen kommen. Wo ist sie denn? Ihr Cousin, so, so. Sag, dass dein Onkel dich schickt. Mich schickt mein Onkel. Ihr Onkel, aha. Und wie heißt ihr Onkel? Gustav Winkler. Sie kennen ihn sicher. Er hat eine bedeutende Chemiemanufaktur in Heidelberg. Mhm. Und die anderen Herren? Das sind Studienkollegen von mir. Wenn ich vorstellen darf, Fritz Stöckle, ein angehender Ingenieur. Ich nicke. Albert Wolf, ein Biologe in Ausbildung. Schönen guten Abend. Und Otto von Horn, ein bald Mediziner. Guten Abend. Nun, wo ist denn Clara? Ja, wie gesagt, die ist nicht im Hause. Aber was stehen Sie da noch im Regen rum? Ich mache Ihnen auf, einen Augenblick. Vielen Dank. Schließt oben das Fenster wieder und es dauert eine schiere Ewigkeit, bis sie dann von innen an der Tür so ein Rascheln vernehmt und jemand die Tür aufschließt. Eine sehr kleine, etwa 50-jährige, schwarz gekleidete Frau steht vor euch, guckt euch so von unten schräg an. So, so. Und Sie sind also jetzt der Cousin von Clara? Ja, Wilhelm Richter, mein Name. Mhm. Ja, treten Sie ein. Dankeschön. Zu gütig, sehr höflich von Ihnen. Und nicht, dass Sie mir die lassen Klamotten mit nach oben nehmen. Lassen Sie bitte die Regenschirme hier unten im Flur stehen. Natürlich. Stelle ich mal natürlich mit an die Wand. In der Hoffnung, dass es nicht zu viel Wasser ist, was da rausläuft. Ja, damit steigt sie die Treppen nach oben. Oben in der Wohnung. Relativ düster alles gehalten. Sehr, auch hier wieder eher spartanisch, rustikal. Im Flur auf dem Tresen steht das Foto von einem Mit-30er Trauerflor dran, so an der Ecke. Sie marschiert weiter geradeaus in die Stube. Und ziehen Sie bitte die Schuhe aus, wenn Sie hier reinkommen. Natürlich. Ja, ich leg dann auch meine Schuhe ab. Ich krieg vorher Schweißausbrüche, weil ich nicht weiß, ob ich Löcher in den Socken hab. ja, die Clara, die bereitet mir echt Sorgen. Wie ich dem Herrn Winkler schon gesagt habe, das ist sehr unschickliche Dinge, die sie hier... Was genau ist denn
das Unschickliche, was Chiara gemacht haben soll. Na, allein die Kleidung, die sie trägt. Solche legere Kleidung, also sowas ziemt sich nicht für eine Dame. Darf ich fragen, was Sie unter legerer Kleidung verstehen? Na, das sollten Sie mal sehen. Die kurzen Röcke, die sie hier trägt, mit denen sie damit. Das ist unerhört, unerhört, sag ich Ihnen. Damit geht man doch nicht auf die Straße. Da sieht man fast sogar Teile von Knöcheln, ne? Aber das können Sie laut sagen, ja. Ich schämen muss ich mich hier vor meinen Nachbarn, ein solches Mädchen hier im Haus zu haben. Nein, aber das ist ja noch längst nicht alles. Was denn noch? Ja, sie hat Herrenbesuch. Teilweise mehrere auf einmal. Nein. Aber nur bis zur Haustür. Die kommen mir hier nicht in die Wohnung. Das sind doch bestimmt Kommilitonen von ihr, die mit ihr die Studien betreiben. Das mag schon sein, aber das geziemt sich nicht für eine junge Dame. Die so höflich sind, die Dame bis zur Haustür nach Hause zu begleiten. Richtig, vielleicht ist es einfach nur, um sicher zu gehen, dass der jungen Dame nichts passiert. Also ich sehe daran noch nichts gar sehr Anstößiges. Also zu meiner Zeit war das nicht nötig und ich bin brav immer zu Hause geblieben. Und mein lieber Gott, hab ihn selig, der war ein ganz anderer. Und mit mehreren Männern bin ich auch nie ausgewesen. Ich hab nur meinen Gott lieb gehabt. Wann haben Sie Clara denn das letzte Mal gesehen? Das ist nun schon 2 Tage her. Nein, es sind sogar schon 3 Tage her. 3 Tage. Seitdem, am Wochenende ist sie verschwunden. Nicht wieder zurückgekommen, ohne was zu sagen. Können Sie sich das vorstellen? Nein. Sie sind sich sicher, dass sie nicht auf eine Exkursion ist und einfach in der Aufregung vergessen hat, Ihnen Bescheid zu geben, dass sie mit ihren Mitstudenten und ihrem Professor unterwegs ist? Da hätte sie bestimmt was gesagt. Ich mache doch das Frühstück hier. Sie würde mir doch sagen, wenn sie die Kosten nicht in Anspruch nehmen möchte. Ja, da haben Sie recht. Es ist ungewöhnlich. Ist Ihnen denn irgendetwas an ihr aufgefallen, als Sie das letzte Mal gesehen haben? Trug sie vielleicht eine riesen Tasche bei sich, irgendwas, was darauf hindeuten könnte, dass sie für längere Zeit vorhatte, vorzugehen? Nein, ich habe sie nicht aus dem Hause gehen sehen. Haben Sie schon an der Universität nachgefragt? Gott bewahre! Warum sollte ich das tun? Na, das wäre für mich erstmal naheliegend. Ich habe Herrn Winkler informiert, dass seine Tochter abgängig ist. Und damit habe ich meine Pflicht getan. Kennen Sie wenigstens den Namen Ihres Professors? Nein, mit solchen Sachen befasse ich mich nicht. Und haben Sie sie denn, habe ich das jetzt richtig verstanden, am Freitag dann das letzte Mal gesehen? Ja, genau. Und dann ist sie morgens ganz normal, wie immer, zur Universität gegangen, richtig? Das ist richtig, ja. Das heißt, am Freitag hat sie gefrühstückt, sie hat keine Tasche dabei gehabt und ist einfach... Ich habe ihr nicht hinterher spioniert, aber ich habe keine Tasche gesehen. Ich ziehe eine Grimasse, möglichst unauffällig, als er sagt, nicht hinterher spioniert, weil das glaube ich ihr nicht. Wissen Sie denn, ob Ihre Bücher noch in Ihrem Zimmer liegen? Ihre Bücher? Ja, Ihre Bücher sind noch da. Nee, Ihre Studienunterlagen meine ich damit natürlich. Aber wir werden doch nicht in Claras Sachen herumstöbern, bevor wir nicht sicher gehen können, dass etwas Ernsthaftes passiert ist. Nein, das wollte ich damit auch nicht unterstellen. Nein, also es geht mir nur darum, zu erfahren, ob sie denn alle ihre Unterlagen, die sie benötigt für das Studium, auch dabei hatte. Ja, aber das wird doch die gute Frau nicht wissen, denn die stöbert doch sicher nicht in Claras Zimmer herum. Oder? Das tue ich ganz gewiss nicht. Nein, natürlich nicht. Davon bin ich auch ausgegangen. Wir doch alle. Ungeheuerlich, Sie werden mir sowas nicht unterstellen hier. Natürlich nicht, das Gegenteil habe ich Ihnen unterstellt. Nun, es ist aber reichlich merkwürdig, dass Clara jetzt tatsächlich 3 Tage nichts von sich hören hat lassen. Das sollte uns doch Anlass zur Sorge geben. Mögliche Indizien, wo wir sie finden können. In dem Brief, den sie mir geschrieben hat, hat sie gesprochen, dass sie an dem Tag, an dem sie den Brief geschrieben hat, in eine Vorlesung über Religion in Ägypten geht. Da sprach sie zwar von einem Professor, aber hat seinen Namen nicht erwähnt.
Das sollte das doch morgen das kleinste Problem sein, an der Geschichtsfakultät herauszubekommen, in welchen Kursen Clara eingeschrieben war und den passenden Professor zu finden. Was es auch noch gibt, ist, Clara hat hier in Göttingen eine gute Freundin gefunden, die Germanistik studiert und Bertha heißt. Vielleicht können wir von der auch etwas erfahren. Kennen Sie diese Bertha? Bertha? Oder dürfen auch Damenbegleitung nicht bei Ihnen ins Haus? Nein. Also Damen ist das ist schon in Ordnung. Und ja, es war hier auch eine Bertha. Bertha Lanert, ne, Leibert, Bertha Leibert, ja genau, Bertha Leibert hieß das junge Mädchen. Ich glaube, die wohnt in der Barfüßerstraße sogar. Das ist nicht weit von hier. Ja, die kenne ich. Die war schon ein paar Mal hier. Nun, wenn das nicht weit weg ist, dann könnten wir vielleicht auch dort unser Glück versuchen. Wie viel Uhr ist denn? 8. Also es geht gegen unhöflich, noch jemanden aufzusuchen. Wilhelm, das halte ich nicht für eine gute Idee, jetzt um die Zeit noch als Fremde hier auf. Meinst du nicht, dass wir, also wenn wir abgewiesen werden, dann gehen wir morgen hin, aber vielleicht sollten wir trotzdem unser Glück versuchen. Schaden kann es ja nichts. Außer, dass wir die Leute, die dort sind, vergrämen und sie dann nicht mehr mit uns reden. Aber, ja. Es geht ja nun mal auch um eine wichtige Sache. Ich denke, das werden die Leute doch schon verstehen. Ich denke auch, ja. Wenn deine Person vermisst ist. Also bei mir zu Hause wäre das ein Unding, sowas zu tun, nicht? Aber vielleicht ist es ja hier anders. Also bei uns gab es sowas früher auch nicht. Ja, aber das sind besondere Umstände. Unter normalen Umständen würde ich natürlich auch nicht einfach so zu jemandem spät des Abends gehen und ihn noch aufsuchen, aber hier geht's um Clara, die seit 3 Tagen in die Lage der Leute. Da stehen dann 4 junge Männer vor der Tür. 4 adrette, intelligente, höfliche junge Männer. Kennen Sie denn die Vermieter von Bertha Leibert? Ich glaube, sie wohnt bei ihrer Mutter zu Hause. Das ist ein Mädchen aus Göttingen. Okay. Also, wir können es ja versuchen und anhand der Klingelschilder? Ja, und wenn das nichts bringt, würde ich morgen erstmal an der Uni nachfragen. Das halte ich auch für eine gute Idee. Nun, werte Dame, es tut mir leid, der Name ist mir entfallen. Haben Sie sich überhaupt schon vorgestellt? Ja, natürlich. Else Beihofer. Verzeihung, Frau Beihofer, recht Dank für Ihre höfliche Auskunft und auch für die Gastfreundschaft. Sie werden verstehen, dass wir möglicherweise in den nächsten Tagen nochmal auf Sie zukommen müssen, falls wir Clara nicht bald finden. Alles, was dienlich ist, um die junge Dame wieder auf den rechten Weg zurückzuführen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, wäre es auch sehr nett, falls Sie noch irgendwelche Informationen bekommen in den nächsten Tagen, ohne dass wir hier waren, dass Sie eventuell eine Nachricht an das Hotel Ratshof schicken, denn dort sind wir eingekehrt. Nun gut, im Ratshof. Das ist das große Hotel, hier gleich um die Ecke. Ich kenne den Ratshof, so ist es nicht. Die ist eher sehr verwirrt, weil das passt überhaupt nicht, aber 4 Studenten. Im Ratshof zu Göttingen. Nun dann, wenn Sie erlauben, würden wir uns dann verabschieden und Ihnen noch eine gute Nacht wünschen. Ja, und vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, nichts zu danken. Einen wunderschönen Abend noch. Ja, und schließen Sie bitte die Türe unten, wenn Sie hinausgehen, fest zu. Selbstverständlich. Gut, ja, dann würden wir... Also, natürlich würden wir vorher noch bei der ihr fragen, wo die Barfüßerstraße genau ist, damit wir da nicht viel herumirren im Regen. Mhm. Und würden uns dann dorthin auf den Weg machen. Jetzt noch. Oder? Einwände? Naja, es ist schon ganz schön spät und es regnet. Ich habe meine Bedenken geäußert. Also ich finde es auch, aber... Ich denke, abgesehen davon, dass es so spät ist, ist deine Entscheidung, Wilhelm. Ja, also ich würde rein impulsiv noch hingehen. Gut, ich würde definitiv folgen. Klar, mitkommen tue ich auch. Ja. Na gut, dann stapft er wieder durch den Regen, durch die Altstadt von Göttingen zur Barfüßerstraße. Ja, wie geht ihr vor? Ihr seid jetzt in der Straße. Ihr habt keine Hausnummer. Noch irgendwer auf der Straße zu sehen, zufällig? Bei dem Wetter, um diese Uhrzeit, gar nicht. Nein. Ist dir vielleicht eine Gaststätte oder etwas ähnliches? Nein. Ist es eine große Straße, also mit vielen Häusern oder eher... Hält sich so in Grenzen. Was ist, wenn wir uns aufteilen, die einen suchen auf der linken Straßenseite, die anderen auf der rechten Straßenseite nach dem Namen Leibert? Klingt gut. Ja.
Auf. Dann gehe ich nach rechts rüber und gucke auf das beim ersten Haus direkt auf das Klingelschild. Ja, ich folge da. Gut, dann gehe ich mit nach links. Ja, ihr habt Glück. Ihr braucht nicht lange zu suchen. Es ist direkt im ersten Drittel der Straße, dann die Hausnummer 7. Da steht dann Leibert an dem Türschild. War das jetzt links oder rechts? Rechts. Also, dann würde ich mal... Psst, Wilhelm, hier. Oh, danke. Sehr gut. Na, dann lasst uns anklopfen. Vielleicht sollten wir uns etwas im Hintergrund halten. Nicht, dass die gute Frau Leibert einen Herzinfarkt bekommt, wenn da drei Männer vor der Tür stehen im Regen. Das klingt gut. Ich nehme dann so 3-4 Schritte Abstand. Wird auf das Klopfen reagiert? Es wird reagiert, ja. Das Glaselement in der Tür wird so leicht geöffnet und es guckt eine ältere Frau, älter ist gut, eine Frau mittleren Alters raus, mustert dich so von oben bis unten und sagt, ja, bitte. Frau Leibert, ich bin untröstlich, Sie zu so später Stunde noch zu stören. Und es wäre auch gar nicht meine Art, nur die Sache, in der ich vorsprechen möchte, ist eine dringende. Denn ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber meine gute Cousine Clara Winkler ist seit 3 Tagen abgängig. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass ihre Tochter, die gute Bertha Leibert, mit ihr Kontakt pflegte. Und verzeihen Sie die Unhöflichkeit, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe. Mein Name ist Wilhelm Richter und ich bin der Cousin von Clara. So, so. Finden Sie das nicht eine sehr ungewöhnliche Uhrzeit, zu der Sie hier vorstellig werden? Ich stimme Ihnen voll und ganz zu, dass es ungewöhnlich ist. Es sind aber auch ungewöhnliche Umstände, die mich hierher bringen. Von Clara ist seit drei Tagen nichts gehört worden. Ich bin gerade erst in die Stadt gekommen und doch durchaus in Sorge darüber. Nun, hier ist sie auf jeden Fall nicht. Würden Sie mir erlauben, noch heute kurz mit Bertha zu sprechen? Vielleicht weiß sie etwas über den Aufenthalt von Clara. Es wird auch nicht lange dauern, das verspreche ich. Wenn sie nur kurz zur Tür kommen könnte, ich muss auch gar nicht das Haus betreten. Ich weiß nicht, ob das schicklich ist. Vielleicht kommen Sie lieber morgen wieder, tagsüber. Nun gut, ich verstehe natürlich, dass Sitte und Anstand hier absolutes Vorrecht und Vorrang haben. Selbstverständlich werde ich die im Wald blutende Clara noch eine Nacht warten lassen können, bis es sittlich erscheint, dass Bertha mit mir reden kann. Versteht sich doch von selbst. Jetzt würde ich Wilhelm hinten am Kragen ziehen. Entschuldigen Sie, Frau Leibert, wir kommen selbstverständlich morgen wieder. Mensch, Wilhelm, was ist in dich gefahren? Wer weiß, was mit Clara los ist und die lässt 5 Minuten sprechen, das ist ja... Boah. Wenn du so weitermachst, wirst du gar nicht sprechen. Diese spießbürgerlichen Etiketten, mit denen kann ich ja gar nichts anfangen. Ja. Na gut, ja, dann kommen wir halt morgen wieder. Ihr hattet wohl recht. Die gute Frau hat sowieso schon die Tür wieder zugemacht. Einen schönen Abend noch. Mensch, Wilhelm, wenn du dir so Sorgen machst, dann sollten wir zur Polizei gehen. Wollen wir das? Ja, also, ich glaube, noch ein bisschen forscheres Auftreten und wir werden nicht die Nacht in einem riesigen Hotelzimmer, sondern in irgendeiner Kerkerzelle verbringen. Wollen wir das? Nun, ich denke nicht, dass ich irgendeinen Anstand verletzt habe mit meiner Art und Weise, mit der Dame zu verkehren. Du bist schon etwas arg forsch aufgetreten. Ja, ich habe mich vielleicht ein bisschen zu sehr von meinen Gefühlen leiten lassen. Na, dann komm jetzt erstmal, lass uns zurück ins Hotel gehen und dann können wir morgen weitersehen. Ja, zu Abend gegessen haben wir auch noch nicht, also. Boah, nach dem Essen im Restaurant bin ich eigentlich immer noch satt. Okay. Die Bürgersteige scheinen sowieso in Göttingen jetzt hochgeklappt zu sein um diese Uhrzeit. Das Wetter lädt auch nicht wirklich ein, großartig noch längere Spaziergänge zu machen, so dass ihr euch recht zügig wieder zurückmacht zum Ratshof, dort eure klitschnassen Regenschirme wieder abgebt. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, euch an die Hotelbar noch zurückzuziehen und da vielleicht noch einen Schlummertrunk zu nehmen. Aber ansonsten lasst ihr es möglicherweise dann auch für den Tag gewesen sein. Und wir gucken dann in 2 Wochen weiter, was sich dann an den Folgentagen noch ereignet. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, danke fürs Meistern. In dem Sinne auch danke von mir und bis in 2 Wochen.
Cthulhu bzw. Call of Cthulhu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus und dem Team von Cthulhus Ruf für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Weitergehende Informationen zum Podcast findet ihr auf jägers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Bevor ich einsteige, würde ich mal die Anzahl der Reservekanister kontrollieren, ob alles ordentlich gemacht hat. Und ich, wie viele leere Flaschen ich irgendwo im Auto finde. Der ist ja nicht dumm, ne? Du willst nicht wissen, was in einem von den Reservekanistern drin ist. Okay. Ja, damit steigt sie die Treppen nach oben. Ja, wir steigen hier nach. Also, wir steigen die Treppen nach. Okay. Dies war eine Jägers.net-Produktion aus dem Jahre 2018.